Jo Leute, was geht? Willkommen zu Path of Exile. Jetzt, wo Diablo 4 Season 2 für mich aktuell beendet ist und ich auf Season 3 warte, schaue ich mal in Path of Exile rein. Ist für mich das erste Mal. Ich bin extrem gespannt. Ich weiß nichts. Ich weiß nur, dass der Sound gerade ein bisschen laut ist, der manchmal leiser. Ich höre mich wahrscheinlich auch ein bisschen verschnupft an. Ich bin krank geworden, aber ich versuche, so gut es geht, nicht komplett nasal zu klingen. So wie, hier gibt es 6 Klassen. Ich weiß gar nicht, welche ich nehmen soll. Es gibt eine Hexe, finde ich schon mal cool. Duellant, langweilig. Waldläufer interessant. Marodeur. Schattentempler. Ihr werdet jetzt bestimmt schon in den Kommentaren schreiben, oh Gott, wieso nimmt er den, aber ich nehme die Hexe. Das Geile bei Path of Exile ist, dass das Ding komplett kostenlos ist. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, ey, da könnte ich ja auch mal reingucken, das gibt's für die Konsole und für den PC, kannst du auch im Steam Deck spielen, auf der PlayStation, am PC. Ich glaube auch, die Systemvoraussetzungen sind da nicht allzu hoch. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Also, was sehen wir? Hier unten rechts, ich mache mich mal ein bisschen weiter nach links, damit wir das alles schön sehen können. Also hier sind meine Attacken. Ganz links, weiß ich nicht, was da ist. Heilung und so wahrscheinlich. Und oben links ist mein Leben. Okay. Holzzauberstab. Okay. Sterbender Verwandter. Ich glaube es. Oha. Ich glaube, Story ist. Feuerball. Ich glaube, um das Inventar zu öffnen, ich glaube, Story ist nicht so. Also ich schau mal, wenn irgendwelche krassen Cutscenes oder so sind. Feuerball, abwerfen, Fassung. Feuerball in die Fassung. Wie komme ich wieder aus dem Menü raus? Also. Ah, jetzt habe ich Feuerball. Bam. Okay. Wenn. Die Karte oben ist cool gemacht. Wenn irgendwelche Cutscenes oder so sind, dann werde ich mir die angucken. Aber so normale Story-Fetzen oder so würde ich jetzt nicht reingucken. Die Animation ist cool, ne? Ich habe. Hätte ich gedacht, für ein Spiel, was umsonst ist. Oha, ist das viel zu lesen. Alter Schwede. Unten ist eine coole Animation, da steht dann... Okay, kann ich einfach mit in die Waffe packen, okay. Ich habe echt nicht gedacht, dass das so gut aussieht. Also, ich hatte irgendwie im Gefühl, Path of Exile würde nicht gut aussehen. Aber das geht voll klar, bin ich early. Also, was ich weiß bei Path of Exile, es ist übertrieben kompliziert. So, Fähigkeitsbaum. Wo stehen denn meine Punkte? Ein Punkt übrig. So, jetzt kann ich hier Sachen aussuchen, ne? Kann man... Rauszoomen, ja. Ja, das ist das nämlich. Dafür musst du halt ein abgeschlossenes Studium haben. Werde ich gerade angegriffen? Alter. Pillock, wo kommst du denn her? Seht ihr das? Dafür braucht man ein ganzes Studium. Wie soll man denn hier... Vor allen Dingen, komm, ich habe jetzt ganz neu reingestartet und ich habe viel in Diablo gezockt. So, ich bin also nicht komplett nutzlos. Aber wie soll man denn hier durchsteigen? Maximal Energieschild, Mana, Zauberschaden zu maximal Energieschild, kommen wir mit was hier. Okay, hier ist dann die erste Stadt und dann auch direkt ein Missionsausrufezeichen, so kennen wir das doch. Jetzt sind hier aber schon 4 Gegner auf einmal. Okay. Abgetragener Wams. Was war da, Stufe 1? Magma-Kugel Stufe 2. Man kann die so leveln, das finde ich nice. Man levelt die... Was? Maximum? Das ist ja cool. Man kann die leveln. Gefällt mir. Das ist so richtig oldschool. Das war... Boah, das erinnert mich an irgendein Game. Da konnte man auch seine Fähigkeiten leveln, indem man sie eingesetzt hat. Final Fantasy ist das doch so, oder? Mit seinen Berufen oder so? Finde ich auf jeden Fall eine coole Mechanik. Okay, jetzt geht's hier ab. Ich wünsche, ich hätte so eine Attacke, die um mich herum einfach komplett alles wegballert. Diese Feuerkugel... Ist nicht so das Gelbe vom Ei. Da habe ich mir auch was anderes und runter vorgestellt. Bin ich early. Aber kein Code, oder? Blitzranken nehmen. Blitzranken? Ah, das wäre eine geile Idee gewesen. Ich habe eben die Quest schon abgeschlossen, wo es die Blitzranken gab. Da habe ich dann Feuerkugel genommen. Bereue ich jetzt. Oha. Wie können die denn schon so viel Schaden machen? Was spiele ich denn hier? Das erste 5 Minuten. Chillt mal. Alter, gelbe Sachen. Und Level Up. Alter, das waren bestimmt schwere Gegner. Hacklack. Alter, wie viel Schaden er macht. 3-mal daneben geschossen. Also, der sollte schon automatisch den Gegner angreifen. Das finde ich doof. Ich habe nichts mehr zu heilen. Stirb.
Hacklack. Alter, gelbe Sachen. Oh, guck mal. Diablo, wieso macht ihr das nicht? Ich kann bei den Items selber entscheiden, was ich haben möchte. Oh Gott, ich lieb's. Medizintruhe. Phantasma-Beschwörung mit Blitzranken. So, ne? Sockelverbindung ist mehr wert. Krass. Okay, Abfahrt. Jetzt geht's ab, ja? Jove. Geil! What? Okay, das hat sich voll gelohnt. Weißt du, ob man sich Schadenzahlen anstellen kann? Also, ich würde gerne Schadenzahlen sehen, um zu sehen, wie viel Schaden ich mache. Sucht in der Morastebene nach dem Eingang zum Fäulnistempel, mache ich. Easy. Große Rohr. Hier ist ein verschlungener Bau. Ich folge mal der Kugel. Bestimmt der viridische Finsterwald. Herausforderungsteil abgeschlossen. Ich glaube, ich will hier nicht sein, oder? Aber das sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Also, ey, unten, da sitze ich gerade genau drüber, sammle ich irgendein Zeug ein? Was ist das hier? Ich krieg Erfahrung auf jeden Fall. Hier kommen voll viele Gegner. Bin ich in irgendeinem Event oder so? Hier kommen auch richtig starke Gegner. Das ist der Saisonteil. Hier gibt es auch noch Saison. Ich habe nichts mehr zu heilen. Ich sterbe. Du spielst gerade die Season. Okay. Okay, hier, also diese Dinger hier ist Season. Okay, keine Ahnung, was da war. Ich weiß nur, dass ich jetzt immer so Phantome habe, die mir mit Angreifen helfen. Das ist sehr cool. Und da ist wieder ein geblauer Gegner, der 95.000 Jahre braucht, wie ich einen Dote habe. Ich glaube, das wäre so ein Start. Ey, ich level übel schnell, ne? Und ich glaube, ich habe immer noch einen Fähigkeitspunkt. Den muss ich gleich mal ausgeben. Oh, knochiger Ast. Schau ihn dir an. Zweimal rot. Identifizieren. Geil. Erstes Legendary. Ich bin jetzt eine Stunde drin. Und ich muss sagen, es gibt hier viele Vorteile gegenüber Diablo. Gibt aber auch viele Nachteile, muss ich sagen. Also, man merkt halt, dass Diablo das AAA-Game ist. Und das hier, ich weiß nicht mehr, was es ist. Ein Indie oder sowas. Das merkt man. Die Frage ist jetzt natürlich, finde ich es besser als Diablo? Das ist schwierig zu beantworten. Nein, würde ich sagen. Mann, das ist aber doof, dass ich hier erstmal in die Fassung muss, das rausholen muss und dann kann ich erst verkaufen. Das ist viel Geklicke. Also ich kann es mir selbst auf dem PC nicht gut vorstellen. Das ist sehr complicated. Oh Mann, ey, ich kacke hier gleich hin. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist viel behäbiger. Diablo ist viel schneller. Diablo ist viel schneller. Also nicht mehr nur das Movement Speed. Es sind auch direkt am Anfang viel mehr Gegner, die auch viel schneller sterben. Leveln habe ich jetzt gerade nicht so ein Gefühl für. Aber Diablo ist viel schneller. Das Pacing ist auch viel schneller. Diablo ist auch die Story viel besser. Also was heißt besser? Also ist viel, wisst ihr, was ich meine? Geht viel schneller voran. Bam, bam, bam. Das hast du hier nicht. Hier ist echt langsam. Und wenig erklärt, bis gar nichts. Das meinte ich mit, du merkst, okay, das merkst du halt mit, das ist hier ein Indie oder was weiß ich, also keine Ahnung, AAA ist oder nicht. Nicht so bekannt, sage ich mal. Nicht so ein heftiger Entwickler hinter wie bei Diablo. Und das merkst du halt. Also das ist natürlich eine Sache, die finde ich richtig nice. Also Diablo, hallo. Da muss ich mal hier den Rob Ferguson anschreiben. Das müssen die implementieren. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das
ist für mich das Feature des Games. Seht ihr das? Das Feature des Games. Sag ich so, wie es ist. Das muss rein. Wieso haben wir das in Diablo nicht? Was ich interessant finde, ich weiß nicht, ob das so ist, aber bislang ist im Fertigkeitsbaum nur passive Sachen. Nur passiv. Und deine Attacken und so kriegst du alle über diese Sockel. Das bedeutet auch, über die Sockel kriegst du auch keine zusätzlichen passiven Sachen. Das ist sehr konträr zu Diablo, ne? Wo du ja durch den Fertigkeitsbaum deine Fertigkeiten auswählen kannst und durch die Sockel nochmal irgendwas Passives hochlevelst. Was man mal sagen muss, ist, dass die Zuschauerschaft auf Twitch, wenn du mal auf die Zuschauer guckst, ist gerade bei Diablo wieder down, weil die Season quasi, ich will nicht sagen vorbei ist, aber langweilig geworden. Also, boah, wie erkläre ich das, dass das alle verchecken? Der Content zu Season 2 haben die meisten Vielspieler schon durchgespielt und deswegen sind sie fertig jetzt mit Season 2. Und PoE, halt habe ich das Gefühl, dass es unendlich viel Content ist. Auf jeden Fall finde ich das Overlay hier auch cool, ist richtig schön oldschool Diablo 2. Auch sehr, eine sehr coole Sache. Fehlt mir auch in Diablo. Immer wieder die Karte aufmachen, ohne dabei laufen zu können, ist Mist. Vor allen Dingen Karte aufmachen, überschwemmten Tiefen. Vor allen Dingen die Karte aufmachen und dann wird man angegriffen und man sieht nichts, ist echt kacke. Dieses Overlay hier finde ich sehr cool. Man hat auch gar keine Mana-Probleme, das finde ich auch richtig gut. Das hast du ja bei Diablo 4 schon am Anfang mit dem Magier. Dass wenn du komplett auf Magie direkt am Anfang gehst und nicht auf die Basisattacke. Also du hast halt die Kernfertigkeit, die andauernd dir Mana übelst wegzieht. Und du musst ständig mit der Basisattacke wieder aufladen. Ich drücke hier nur die Fähigkeit. Ich setze jetzt schon seit einer Stunde meine Basisattacke gar nicht mehr ein. Und wenn meine Mana leer ist, nehme ich einen Mana-Trank. Das ist viel besser. Also es gefällt mir viel besser. Ob das besser ist, keine Ahnung. Es gefällt mir viel besser. Tiefenbewohner. Ey, es sieht auf jeden Fall, da, das muss ich auch mal appreciaten. Es sieht echt gut aus. Also, dafür, dass es halt kein AAA-Titel ist, also glaube ich, bin mir nicht sicher, aber es sieht echt cool aus. Guck mal, wie schön das hier ist. Sieht echt schön aus. Also natürlich, obwohl, ich finde den Look, also klar, die Stein, die Klippen hier, die sind jetzt nicht so high, also nicht so hoch aufgelöst, aber ich finde den Look sogar cooler als Diablo 4. Cooler, nicht schöner, aber ich finde den Look cooler, weil es so hell ist und so. Gefällt mir besser, das Design. Aber, was mir halt übel auffällt, so bei den Namen, bei den Gegnern, bei den Fähigkeiten. Es wurde sich aber hart an Diablo bedient, ne? Oder orientiert. Also da ist schon viel bei, was ich schon mal gehört habe. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, wieso viele Leute Path of Exile gut finden und auch besser als Diablo 4. Ich kann es jetzt verstehen. Nachvollziehen. Ist natürlich, ist jetzt nicht unbedingt meine Meinung. Level up. Weil ich auch ein bisschen von diesem AAA verwöhnt bin, muss man ganz ehrlich sagen. Guck mal, wie, also jetzt fühlt es sich richtig gut an. Ich glaube, jetzt bin ich so in dem Bereich, wo es richtig geil ist. Guck mal, wie alles wegstirbt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, also das ist ja alles übelstes Early Game, klar. Aber ich habe jetzt bin Level 10, habe 10 Fertigkeitspunkte reingepackt und ich hatte schon irgendwie das Gefühl, dass ich es richtig gemacht habe. Aber ich habe natürlich auch schon Erfahrung mit sowas. Wenn das jetzt mein erstes Game dieser Art wäre, sähe das vielleicht auch nochmal anders aus. Dann hätte ich vielleicht da nochmal mehr Problems mit. Aber ich hatte sich jetzt schon angefühlt, als hätte ich es richtig gemacht. Ah, Schatztruhe. Das war ein Hinterhalt. Level up. Ey, die Attacke hier ist geil. Junge, solche Maske, da sehe ich mich doch. Geschnitzter Zauberstab. Aber seht ihr, was ich meine? Es sind so viele verschiedene Looks und mir gefällt das, die Aufmachung und Design echt gut, muss ich sagen. Und es ist halt komplett nur Dungeon Crawler. Also, D4 mit dem Open World Aspekt ist schon eine coole Idee, aber ich glaube, dieses oldschoolige
Oldschoolige hier finde ich irgendwie. Weiß ich nicht, gibt mir irgendwie mehr. Aber bin mir noch nicht sicher. Alter! Was war das hier? War das so ein besonderer. Was war das hier? Kaverne des Zorns, kann ich wieder raus. Was habe ich da bekommen? Alter Schwede. Kettenpanzer, Handschuhe, Knochengeistschild und irgendwas, was ich nicht mal lesen kann. Guckt euch das an! Alter, da musst du ja. Das ist ein Lexikon? Ich kann nicht mal sehen, wie das Ding heißt. Ich kann den Namen nicht mal sehen. Hä? Marvels Versteck. Oh! Hier liegt überall Gold. Gut, mit Gold kann ich gar nichts anfangen. Schade. Tötet Marvel. Na, easy. Die Sirene. Die hat Leben. Alter, die hat Leben. Aber jetzt, guck mal, jetzt deckt's hoch. Oh mein Gott, die sterben bitte nicht sterben. Nein, ich hab, ey. Okay, ich sag ja, man kann hier einfach immer wieder rein. Easy. Alles chillig. So, hab ihn. Zweite Phase? Einfach zweite Phase. Gegen allen. Kleinen Viecher killen. Gegen allen. Ey, man kriegt doch die ganze Zeit wieder neue Heilung. Richtig gut. Jetzt habe ich ihn gleich. Oh mein Gott. So, The Star of Vraklast. Ich mache hier heute noch die Platin, ich sage es euch. Neuer Meilenstein erreicht. Akt Wegelager 1. Habe ich Akt abgeschlossen? War es Akt 1? Das war Akt 1! Akt 1, Leute. Holt euch das Game. Ist kostenlos. Auf der PlayStation und auf dem PC. Sehr geil. Turmschild, nimm mit. Ich bin voll. Bin einfach schon wieder voll. Fazit. Ist auf jeden Fall nice. Dafür, dass es umsonst. Es ist halt einfach. Wieso ist es eigentlich umsonst? Wie finanzieren die sich? Ich sehe auch keinen. Ich sehe auch keinen Shop oder so. Also, ich weiß gar nicht, wie die sich finanzieren, aber es ist geil. Dafür, dass es wirklich umsonst ist. Ja, also mit dem Waschbär haben sie mich. Den würde ich sofort kaufen. Waschbär, da sehe ich mich. Ja, holt euch das Game. Ist umsonst. Ich habe es auf der PlayStation gespielt. Macht mega Bock. So. Akt 1 abgeschlossen. In 2,5 Stunden. Echt nicht schlecht.